Wer geht in Deckung? Wo seid ihr denn? Könnt ihr rauskommen? Ich will nur spielen. Da kann ich eine Tür umgehen, okay. Das kann nicht alles gewesen sein, das glaube ich einfach nicht. Ich hole mal die Munition. Wo höre ich denn hier Leute? Ach. Super, ich höre das Funkterminal hier. Jemand geht sofort herunter und sieht nach, was los ist. Funkterminal öffnen. Was ist da unten los? Hallo? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt! War jetzt nicht so begeistert? Nein? Okay, ist aber auch nicht schlimm. So, ich vermute mal, hier werden wir doch bestimmt noch ein paar Leute befreien. Können... Was zur Hölle? Warum explodieren hier Dinge? Hm? Wer war das? Was? Raffiniertes Element Zero? Was? Ach, da oben steht was. Ja, okay, da müssen wir erstmal gleich hoch. Nee, 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 nee. Eins nach dem anderen. Moment. Wir gehen jetzt erstmal hier mal eben gucken. Tür umgehen. Ja. Okay. Cool. So, haben wir wieder Leute befreit? Sind hier drinnen alle in Ordnung? Haben wir. Zurück! Zurück oder ich schieße! Ganz ruhig. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen könnten. Ich will Sie nicht verletzen. Ja, ich dich auch nicht. Zurück, habe ich gesagt. Ich tu's. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Wir sind eigentlich zum Helfen hier. Ich bin hier nicht der Bösewicht. Wie heißen Sie? Ich bin Taylor. Kommen Sie nicht näher. Taylor, ich bin Commander Shepard. Ich arbeite nicht für die Söldner und will ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Okay. Hier. Mir. Okay. Geht's nicht so. Taylor! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Da fällt er erstmal um. Schön. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Was, Söldner? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein, Taylor stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Taylor hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Ein perfekter Kopfschuss ohne Kollateralschäden. Sehr beeindruckend. Ja, das dürfte der gewesen sein. Ich suche jemanden. Vermutlich den Typen, der diesen Söldner getötet hat. Taylor dachte, er hätte jemanden gesehen, der uns folgt, aber er ist ein wenig angespannt. Ich habe außer den Söldnern niemanden gesehen. Ich suche jemanden. Ja, super. Moment. Ja. Ja. Taylor dachte, ja. Entschuldigung. Außer den Söldnern niemanden. Entschuldigung. Hier oben sind immer noch Söldner. Oh, jetzt habe ich es ganz abgebrochen. Ups, Entschuldigung. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Taylor, komm schon, steh auf. Das war jetzt nicht ganz der Plan, den ganzen Dialog zu skippen. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Ja, besser ist das. Ach Mann, egal. Gut, wäre noch ein, zwei Dialogoptionen gewesen, habe ich ein bisschen zu fröhlich hier die Taste gespammt. Medizinkit. Ja. PDA hacken. Ich mach das mal eben. Im Hintergrund findet Krieg statt, das macht ja gar nichts. Einmal das und einmal. Ah, ich sehe das passen, aber da komme ich nicht ran. Ach Mist, dadurch verliere ich immer was, ne? Dachte mir, ich gehe da mal einfach eben drüber. Ach, scheiße auch. Es hat noch geklappt. Wow. Na, Halleluja. Das war jetzt aber dann doch enger, als ich gewünscht hatte. Ach, 5000 irgendwas. Na gut, ja. Also, Credits haben wir auf jeden Fall keinen Mangel. So, habe ich jetzt gerade Söldner gehört? Nein, offensichtlich nicht. Warum geht alles in Deckung? Sind da oben schon Leute, die ich nur noch nicht sehe? Ja, ich denke mal, die werden da oben sein. Egal, das finden wir jetzt raus.
Na, 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 na. Nee, ich bin jetzt eigentlich nicht so massiv interessiert an euren Mist hier. Oh, alter Schwede. Na komm, mach mal das da. So, der ist weg. Ah, ihr könnt gerade nichts einsetzen. Du kannst was einsetzen. Schön liegen bleiben. Oh. Okay, ah, da vorne. Wow, da vorne sind noch Leute. Kann einer von euch irgendwas Cooles machen? Unten bleiben. Oh, die ist aber gut geflogen. Aua. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Das ist voll unhöflich. So, dann machen wir mal... Ach so. Ach so. Habe ich denn was, um Barrieren wegzumachen? Hm. Das wird ein harter Treffer. Ja, das warte ich mal kurz ab. So, dann sollte das ja jetzt gehen. Ah, okay, ich muss kurz warten. Du kannst irgendwas machen. Bam. Noch nicht, noch nicht. Und jetzt vielleicht. Lasst euch alle ruhig Zeit. Ja, ja, jetzt schrei doch nicht so. Aua. Ich mach den Fehler aber auch jedes Mal, ne? Na komm, lad nach. Ja, ich kann auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich kann es auch nicht mehr. Halleluja, ey. Darf ich dann jetzt ein bisschen Munition wieder kriegen? Das wäre echt super lieb. Nein, kriege ich nicht. Okay, cool. Wer will denn auch Munition? Ach so, ach, kann ich hier einfach welche auswählen? Warte mal, ich gehe mal ganz elegant dran. Ja, so kann man so auch machen. Na gut. Einfach mal am Schrank nachfüllen. So, ich denke, es geht hier weiter. Aua. Oh, bam. Oh, 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 wir gehen in Deckung, ja. Na komm, komm. Mach du mal... Ach, scheiße, das kann ich nicht. Na, jetzt aber. Okay. Meine Fresse, wie die Munition leer geht. Ist der Hammer, oder? Ist schon echt ordentlich, was man hier raushaut. Was? Maschinenpistole? Was, 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 was? Wo denn? Ach, da vorne. Okay. Maschinenpistole scannen, was ja. Was das wohl ist. Okay, so, PDA hacken, machen wir auch mal eben. Okay, so viel zu hacken hier einmal. Ich sehe es noch nicht, das da. Und einmal, ja, da oben rechts wäre es gewesen, ich habe es noch gesehen, aber das war zu spät. Das da, okay. Na? 12.000 Credits, oh, das ist ordentlich. Ja, die 100 machen da schon fast den Braten auch nicht mehr fett. Oh, ist aber... bisschen luftig hier, ne? Ich merk schon. Sensoren aktiviert. Ach du Kacke. Ist egal, was ihr tut, aber niemand überquert diese Brücke. Alter Schwede. Können wir mal bitte ganz, ganz viele... geile Sachen machen, bitte? Aua. Mann, verrecke. Ja, gib hier, danke. So. Alter Schwede, so, wir wollen hier wohl rüber.
Muss ich da jetzt einfach durchlaufen? Ich denke, ich kann hier einfach rüberlaufen. Okay, das ist... Oh, 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 oh. Nicht sterben. Oh Gott, das wird jetzt heftig hier. Das ist unschön. Wir machen mal eben was Vernünftiges, würde ich sagen. Okay, einer weniger. Oh, 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 oh. Ja, das würde ich gerne wegkriegen. Okay, es ist weg. Alter Schwede, du. Also hier geht's, okay, sehr schön. Die hätten wir weg. Hat zwar ordentlich Munition gekostet, aber das war's wert. Ah, ist aber hier nicht das angenehmste Kampfgebiet, du. Wofür zum Teufel bezahle ich euch eigentlich? Dafür zu sterben, würde ich vermuten. Schicke Verstärkung. Ja, sag mal. Hackt das denn hier, oder was? Dann nehmen wir mal die Schrotflinte, wenn ihr schon so nah dran seid. Nee, 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 nee. Kein Bock drauf. Komm. Na komm. Oh, alter Schwede, ey. Was ist denn hier? Also diese Schrotflinte, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde sie relativ sinnfrei. Geld für den Rest von euch. Ich geb dir mal gleich. Mann, jetzt habe ich aber genug hier. So, Kokelmana-Runde. Ist ja ekelhaft. So, einmal das da. Auch einmal nachladen. Wir haben schon wieder so wenig Munition. Das ist sehr ungut. Okay, wisst ihr was? Je nachdem, was hier kommt, ich speichere das mal kurz. Wir haben es bis hierhin lebend geschafft. Das würde ich auch gerne so weiterhalten. So, nehmen wir den einmal. Okay, so, ich warte eben kurz, bis er gespeichert hat. Hat er, alles klar. Dann... Oh, ich glaube, da kommt eine Cutscene. Ja, kommt sie tatsächlich. Shepard? Aber sie sind tot! Nee, irgendwie nicht. Und jetzt sind sie hier, um mich zu töten. Ich gebe zu, die Idee ist reizvoll, ja, aber nicht der Plan. Sie sind wirklich völlig paranoid, stimmt's? Bitte nicht so herablassen, Shepard. So charmant wie immer. Sie sehen darin bestimmt sehr viel Ironie. Erst kümmern Sie sich um meine Schwester, und jetzt sind Sie wegen mir hier. Nun, Sie haben es bis hierher geschafft. Was jetzt? Irgendwie versteht sie, glaube ich, gerade nicht so ganz, dass ich wirklich nicht wegen ihr hier bin, oder? Glauben Sie wirklich, dass ich hier bin, um Sie zu töten? Gibt es einen anderen Grund, warum Sie meinen Turm zerstören und meine Sicherheitskräfte dezimieren? Ich suche nur Erwarten Sie von mir, dass ich das glaube? Ja. Credits? Sind Sie etwa hinter Geld her? Nennen Nein. Sie einfach Ihren Preis. Dann können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Wie viel haben Sie? Nein, können wir nicht. Alle Credits der Welt lösen dieses Problem nicht, Nassana. Wer zum Teufel hat Ihnen das Recht gegeben, Gott zu spielen? Ich mag ja nicht Keiner. Perfekt sein, aber sehen Sie sich mal selber an. Wir töten beide Leute für Geld. Worin besteht der Unterschied? Was mit deinen Arbeitern? Sie töten, weil sie andere für minderwertig halten, weil sie ihnen im Weg stehen. Ich töte, wenn man mir keine Wahl lässt. Sie haben doch eine Wahl. Sie müssen das nicht tun. Ich kann Ihnen sagen... Was?
Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen. Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden sie und ich... Wer? Da sag ich mal nix. Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Ich bin gerade fast geneigt, kurz zu warten, aber okay. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Verzeihung. Aber Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Glauben Sie wirklich, dass sie es verdient? Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Anscheinend hat er auf mich gewartet. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich kommen würde? Wusste ich gar nicht. Bis Sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nassana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Ich könnte jetzt Mistkerl sagen, aber nee, gar nicht mal. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Aber? Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Richtig. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Ja, das, also ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen. Man hat mir auch gesagt, es sei unmöglich, nach Ilos zu kommen. Gutes Argument. Ihre Karriere baut ja fast darauf auf, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, da bin ich gut drin, fürchte ich, ja. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Heißt das, dass du krank bist? Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie noch? Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Na okay, das tut mir aber natürlich trotzdem leid, muss ich sagen. Kann ich irgendetwas tun? Es reicht schon, dass Sie mir diese Gelegenheit bieten. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Das stimmt. Schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung sogar. Ja? Dann hätten wir den auch an Bord. Das hat jetzt schon ein Weilchen gedauert, aber es macht ja nichts. So, gucke ich mal eben ganz kurz hier. Thane Kryos ist für das Team rekrutiert, was aus medizinischer Sicht allerdings fragwürdig ist, falls die Mission nicht rasch erledigt wird. Rechtsvertreter beschäftigen sich mit der öffentlichen Bestätigung des Dentius Towers. Okay. Ja, neues Präzisionsgewehr, sehr schön. Maschinenpistole Schaden, paar Credits, bisschen Element Zero. Okay, machen wir das mal zu. Ich sag schon mal, interessanter Charakter, vor allen Dingen so die Hintergrundstory, da kommen wir irgendwann noch zu. Freut euch schon mal drauf, ich mag den sehr. Aber erstmal eine kleine Ladepause und eine kleine Sequenz an Bord der Normandy, das kennen wir ja schon. Schauen wir mal, was das wird.
Wobei ich glaube, wir werden dann auch in Kürze erstmal direkt hier noch gerade bleiben. Einfach, weil da ist ja noch jemand, den wir hier holen können. Und mit Liara müssen wir auch nochmal reden. Da haben wir auch was erledigt gehabt. Das passt ja. Also die Location bleibt erstmal, weil wir haben noch ein bisschen was zu erledigen hier. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum er sich da jetzt so anstellt. Nein, er offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Da ist was dran. Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Ein durchaus ehrvoller Mensch. Er macht einen höflichen Eindruck. Ja. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Mimi. Meine Güte. Jacob kann manchmal ein bisschen zickig sein. Nun gut, so, meine Lieben, wie dem aber sein mag, das ist der Moment, wo ich mal eben kurz ein kleines Päuschen einlegen werde. Es ist mal wieder soweit. Ich gehe mal eben noch kurz schon mal zur Brücke wieder hoch. Oder bin ich nicht sogar da? Doch, da müsste ich sogar sein, oder? Also, ja. Waffenspinnen, lalalö, genau. So, wir gehen mal eben darüber. Ich check mal kurz, vielleicht haben wir eh auch wieder Post bekommen. Na? Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Jack? Ach so, ja, ah ja, okay. Ja, die nette Tante unten im Dings da, in der Nähe des Antriebs. Ich guck mal kurz. Hoch. Da war ich ein zu weit. Keine neuen Nachrichten. Na gut. Ja, also wir haben noch ein paar Sachen auf. Ich schau mal gerade. Ja, das dauert noch. Da müssen wir auch nochmal irgendwann hier, vielleicht mal hin. Jacob, Geschenk der Größe, Miranda, Dossier, Jack, Subject Zero. Ja, okay. Gut, also das bringen wir noch zu Ende. Das heißt, wir bleiben noch auf Ilium. Tali können wir auch noch holen. Das sind die Sachen, die als nächstes hier anstehen werden. Ja, danach kümmern wir uns dann um die anderen Sachen, würde ich auch sagen. Nee, gar nicht. Warte mal, Tali ist ja gar nicht hier, ne? Justikarin, genau, das war's. Ganz genau, das war's. Ja, okay. Gut, dann würde ich aber sagen, an der Stelle mache ich jetzt erstmal eben kurz ein kleines Päuschen wieder. Ich speichere mal einfach hier direkt. So, da haben wir's. Heute mal zu humanen Zeiten aufgenommen, kennt man gar nicht von mir, was? Ja, hier ist ja hier völlig absurde Dinge passieren hier. So, bevor es aber noch absurder wird, machen wir hier erstmal ein Päuschen. Ich würde sagen, ich danke euch also fürs Reinschauen und ja, beim nächsten Mal machen wir hier so ein paar Missionen auf Ilium. Dann werde ich auch erstmal mit ganz, ganz vielen Leuten hier reden. Alle haben ja so ein bisschen ein Anliegen und da stehen wirklich eine Menge Nebenaufgaben an und die werde ich tatsächlich mitnehmen. Weil diese Nebenaufgaben für diese Leute dann, für meine Truppe, bedeuten ja, dass die Leute dann eben auch loyal werden. Loyal, genau. Ich kann schon nicht mehr reden hier. Ja, und das bringt uns natürlich eine Menge, ne? Ihr habt es ja schon gesehen, manche Skills schalten sich erst dadurch frei und sowas. Also das machen wir auf jeden Fall. Außerdem, den Background zu der eigenen Truppe zu kennen, das finde ich schon interessant. Das hat was. Gut, so. Aber an der Stelle erstmal Feierabend. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich mache hier Schluss mit der Aufnahme. Wir sehen uns, ja, eben bei der nächsten Aufnahme, ne? Wahlweise nächstes Video oder hier Schnitt, ich weiß es nicht. Sehen wir dann. Ich wünsche euch erstmal was und bis zum nächsten Mal. Ciao!